Oh, es ist kalt. Wird's. Und die Sonne geht unter. Und der Kuchen riecht so gut. Und der Kuchen riecht so gut. Und wir haben heute hier, sind viele Menschen gekommen und es nimmt kein Ende. Und wir müssen immer noch ein Video drehen. Und zwar folgendes. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge. Wir möchten ja unseren Strautmann Gigavitesse 3D O Plus Isobus Inside gerne verkaufen. Wir haben uns ja einen neuen Wagen gekauft, der steht da im Hintergrund. Wir haben eben ein Video gemacht, wie wir die beiden verglichen haben. Und jetzt möchten wir gerne noch mal ein separates Video machen. Das hängen wir auch an die Anzeige ran. Dann kann der potenzielle Käufer sich das gerne angucken. Wir haben ja ansonsten auch reichlich Videos, wo man diesen Ladewagen im Einsatz sehen kann. Finde ich eigentlich auch ganz charmant. Also es gibt da eine gewisse Historie zu. Die kann man sich angucken. Und ich glaube, die ist gut, weil wir mit dem Wagen auch nie irgendwie großartig was hatten. Immer mal so eine Kleinigkeit. Ne? Das ist ein Strautmann Gigavitesse 3D O Plus, wie schon gesagt, aus dem Jahre 2005. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 21 Tonnen ist er angegeben. Er hat ein Boogie-Tandem-Fahrwerk mit 7-10, ich vergesse es immer wieder, ne? Mit 7, 10, 50, 26,5 Räder. Plus in dem Moment, weil er 45 Messer hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 35 oder 36 mm Schnittlänge. Ich glaube, er ist mit 36 mm Schnittlänge angegeben. Wir haben eine Untenanhängung. Wir haben eine Isobus-Bedienung, können wir oben nochmal sehen, gucken wir uns separat auch nochmal an, werden wir gleich nochmal im Trecker laden. Wir haben Lotsensing verbaut. Es ist bei diesem Wagen nicht alles auf Lotsensing laufen derzeit. Ist aus der Historie bedingt, weil ich den mal mit dem 600er Fendt gefahren habe. Deswegen ist die Pickup über ein Steuergerät realisiert. Einfach hier mit einem Hydraulikschlauch, wie man es kennt. Und die Lenkachse, dieser Wagen war mal zwangsgelenkt, ist dann umgebaut worden auf Nachlauflenkung. Dafür ist der zweite hydraulische Anschluss da. Damit kann ich die Lenkung sperren und öffnen. Ansonsten sind alle anderen Funktionen über das Terminal bzw. über Isobus zu fahren. Ich will auch nicht ausschließen, dass es möglich ist, die Pickup wieder zurückzuklemmen auf den Hydrauliksteuerblock. Das ist bestimmt möglich, weil ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und es ist auch möglich, weil der Block es ja kann, bestimmt die Lenkung auch auf den Klotz zu legen. Aber das hat nie irgendwie für uns, war es nie relevant. Ich bin da so mit gefahren, weil ich das gut fand, weil ich über das Handbedienpult fahren konnte und gleichzeitig auf dem Vario-Joystick meine Lenkachse hatte und mein Pickup. Ne? Ich musste nicht umgreifen. Also von daher habe ich das immer so gefahren. Die Zapfwelle bei diesem Wagen, die ist schon mal erneuert worden. Da sind schon mal 2.500 Euro geflossen, Weitwinkel. Die ist also nicht so alt wie der Wagen. Die ist erst 7, 8 Jahre alt, würde ich sagen. K80-Kugelkopf ist mal neu gekommen. Der alte hat mir nicht gefallen. Ist auch wie neu. Wir lassen ihn hier noch mal laufen. Der Wagen hat... Also es ist eigentlich immer alles gemacht worden an diesem Wagen, was irgendwie war. Ne? Wenn irgendwie was fehlte, wenn jetzt ein Pickup-Zinken weggefallen ist oder sowas, oder wenn irgendwas ist, das ist eigentlich immer sofort gemacht worden. Wir können schon mal reingucken. Wir haben den Rotor mal aufgeschweißt. Das ist ja Standard bei diesen Wagen. Irgendwann verschleißen die mal. Es gibt auch Verschleißbleche, die man hier raufsetzen kann und anschweißen kann. Wir haben die mal nachgeschweißt. Wir gucken von oben noch mal rein. In den letzten Videos war ja auch zu sehen, wir haben die Abstreifer neu aufgeschweißt. Also verschleißtechnisch ist das alles auf einem guten Zustand. Wir haben, was wollte ich noch sagen? Verschleißtechnisch guten Zustand. Ansonsten ist der Wagen, ja, ach so, der Wagen ist damals gekommen. Da ist hier und da ist an diesem Wagen ist da schon mal dran rumgebraten worden. Das ist so im Alter. Aber es sind teilweise auch gleich zu Anfang, als der Wagen neu ausgeliefert wurde oder als sie den 1, 2 Jahre hatten, haben die überall so Knotenbleche eingeschweißt. Das haben, wenn man sich teilweise andere Wagen anguckt, haben die das gar nicht. Deswegen ist hier und da kann man sehen, weiß ich nicht, haben wir hier gerade mal, ja hier haben wir so ein, das ist glaube ich auch nachträglich gekommen. Ich glaube nicht, dass das zum Beispiel original war, dieses Eisen.
Da kannst du auf der anderen Seite, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser sehen. Solche Dinge sind da gemacht worden und da haben wir nie Probleme mit gehabt. Ne? Das ist richtig cool. Er hat zusätzlich zu den zwei Tasträdern zusätzliche Tasträder hier verbaut. Die kann man, glaube ich, sehen, ne? Sind schön blank. Zwei zusätzliche Tasträder. Ah, man sieht es nicht so. Hast du Licht? Nee, aber... Sag mal, ich hole mal Licht. Ja, können wir ja gleich. Es ist halt schon dunkel geworden, ne? Zwei zusätzliche Tasträder sind verbaut worden, um da die Pickup-Führung noch ein bisschen besser hinzukriegen. Des Weiteren sieht man hier, ist der Antriebsstrang. Der Wagen hat drei Dosierwalzen, die man beim Abladen natürlich anhat, ist ja klar. Mal sehen. Zack, genau. Da sind die zusätzlichen Tasträder, einmal dort und einmal dort, ne? Wo meine Frau viel Augenmerk drauf legt, hier, ne? Ist nicht doof, ist nicht vergammelt. Nicht rostig wie bei den anderen. Unser neuer Wagen. Der hat da leider Rost. Der hat da leider schon Rost, ne? Da sind wir mit diesem Wagen echt gut davor. Wollte er mir auch nicht glauben, wenn wir uns andere angeguckt haben, dass unser so gut aussieht. Genau. Der Wagen ist ausgerüstet, gucken wir uns von der Bedienung her an, mit einem LED-Paket. Er hat, kannst du die da oben sehen, oben... Ja, ich leuchte dann nochmal. Leuchte. Er hat oben seitlich LED-Beleuchtung für Blick auf Reifen und Seitenflanke. Finde ich total praktisch. Zusätzlich hat er hinten LED-Scheinwerfer und er hat LED-Scheinwerfer drinne im Fahrgastraum, hätte ich vorher gesagt. Können wir ja gleich eigentlich, wenn wir fertig sind, einmal anmachen. Dann ja, kann das ich noch auch noch. Aber wir gehen auch nochmal. Also Licht können wir auch noch machen. Genau. Ja. Genau, gehen wir nochmal rein. Er hat auch Beleuchtung und zusätzlich Beleuchtung unten nochmal auf den Kotflügeln. Also auch vierfach ausgeführt. Da oben? Nein, oben hat er leider noch die keine. Die Kamera? Ja, kommen wir noch Ach zu. Achso, da kommt, ich bin ja, zu schnell. Kommen wir noch zu. Vierfach Kamerasystem. Dann hat er wie jeder Wagen einen schönen Einstieg. Da gehen wir mal rauf. Hast du jetzt die Lampe, hast ja dabei, ne? Ja, na klar, habe ich die Lampe. Wir haben hier Fußboden. Fußboden ist von uns mal gemacht worden, weil ich das nicht schön fand, wenn du hier mal guckst. Also der sieht richtig schier natürlich noch aus, da ist nichts mit. Wenn man hier jetzt auch guckt, ne, das ist alles noch schick, alles in Ordnung. Und hier sieht man auch einmal die Abstreifer, wie die einmal neu gemacht sind teilweise. Ein bisschen über die Hälfte, glaube ich, haben wir neu gemacht. Die andere Hälfte hatten wir schon mal neu gemacht. Ne? Innenraumbeleuchtung. Hier. Zweimal. Und da. Dann hat er theoretisch eine Ladeautomatik. Das ist das Einzige, was an diesem Wagen nicht funktioniert, die Ladeautomatik. Ich habe den Sensor dafür liegen, ich habe das nie eingebaut. Ich bin mein Leben lang immer mit ohne Ladeautomatik gefahren. Habe ich nie vermisst. Der Sensor liegt dabei, man müsste den da oben noch anbauen und dann sollte das rein theoretisch funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin damit nie irgendwie mit Ladeautomatik gefahren. Ne? Ja, Fußboden, alles gut. Ach so, jetzt guck mal, kann man die Dosierwalze. Genau. So einfache Sachen wie Kratzboden, Leisten, alle gerade. Unten auf dem Rücklauf haben wir mal neu gemacht. Diese Holzdinger. Da sind Hölzer, quasi der Kratzboden läuft unten über Hölzer zurück. Da haben wir mal Eichenhölzer eingebaut neu. Ne? Genau. Der Wagen hat nie auf der Seite gelegen oder ähnliches. Das ist alles soweit schier. Was hält mir noch ein? Drei Dosierwalzen hatten wir gesagt. Ansonsten fällt mir hier eigentlich nicht so wirklich irgendwas zu ein. Es ist eine kleine Besonderheit. Normalerweise hat dieser Wagen oben so Rungen rüber und die nächste Generation hat keine Rungen mehr. Wir wären mit den Rungen bei uns nicht in die Halle reingekommen, deswegen haben wir die Rungen seinerzeit weggenommen und haben hier oben ein massives Eisen rundherum gesetzt. Es ist ein massives Eisen, einmal rundherum, deswegen ist es auch kein Problem, da einmal mit zu häckseln oder ähnliches. Ne? Wir haben mit diesem Wagen, achso, können wir auch noch sagen, wir haben mit diesem Wagen in den ersten zwei Jahren auch Mais gefahren, bevor wir unseren Aperion hatten. Es gibt eine Maisabdeckung für hier vorne. Da werden hier irgendwie die beiden Halter festgemacht. Ich glaube, für die beiden kommen da zwei andere Halter rein. Wir haben die Halter liegen und wir haben das Blech liegen. Wir haben das Blech nie eingebaut. Also eine Original-Schachtabdeckung für Mais ist dabei und eine Gummilippe mit einem Eisen für Mais kommt hier hinten noch in die Heckklappe. Die haben wir natürlich auch dabei. Haben wir, wie gesagt, in den ersten zwei Jahren haben wir das benutzt. Die Klappe vorne noch nicht mal. Da haben wir hatten wir was mit Holz gebastelt. Aber wir haben jetzt die originale Klappe, die hatte ich mal gekauft. Aber danach sind wir nie wieder Mais damit gefahren. Ne? Er wurde
nachher nur noch im Gras benutzt. Genau. Ist ja bei uns eh alles so ein bisschen im Hobby. Also ist jetzt nicht so, dass der auch übermäßig viel benutzt wurde. Aber, nein, aber gibt's gar nicht. Es war auf jeden Fall immer gut. Was wollte ich noch? Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Klara, du mal da raus. Ganz genau. So, dann haben wir noch. Dann haben wir noch, bleibt auch verbaut, zwei kleine Werkzeugkisten. Da sind so ein paar Sachen drin, Federn und all so ein Kram, Pickup-Zinken und sowas. Liegen da auch weiterhin drin, geben wir alles mit, kein Problem. Passt soweit. Messer hatten wir hin und her. Ach so, jetzt sind da natürlich keine Messer drin. Nein, jetzt sind natürlich, keine Messer drin. Messer sind gerade ausgebaut. Es sind im Endeffekt bald 4 Sätze Messer dabei. 2, mit denen wir immer gefahren haben, und 2, die im Grunde genommen verschlissen sind, aber sind halt da, geben wir natürlich gerne mit. Ne? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, so Kleinigkeiten. Ne? In meinem Van wurde hier so ein Halter angebaut, dass hier die auch vernünftig die Sachen gemacht, aufgehängt werden können. Gab es früher auch nicht bei den ersten Wagen. Das ist noch zu sagen. Und ansonsten, ach so, Dosiermittelanlage. Ansonsten ist noch zu sagen, ich habe da eine Dosiermittelanlage gefahren. Da oben war ein Fass drauf und eine Pumpe. Fass und Pumpe haben wir abgenommen. Die Elektrik liegt bis hier noch. Es ist oben im Bedienpult, können wir gleich sehen. Die Elektrik dafür ist komplett drin. Das heißt, wenn man sich ein Fass und eine Pumpe besorgt, kann man direkt wieder einsteigen. Ne? Also das ist in diesem Moment auch gegeben. Hier liegt ein Ball. Ein Hundeball. So, des Weiteren haben wir ja hier zu sehen, ist dieser Wagen mit dem Terminal ausgerüstet. Wir haben ja gelernt, es ist ein bla 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 120, Field Operator 120. Ich wollte gerade sagen. In den Field Operator 120 kann ich eben stufenlos hier meine Kratzbodengeschwindigkeit nicht, sondern zwischen 0 und 100% wählen mit diesen Tasten. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ich habe eine Abladeautomatik, mit der ich quasi abladen kann. Im Grunde genommen kann ich mit dem Field Operator alle Funktionen bedienen. Ich habe dann eine Straßenoption. Das ist bei so einem Wagen noch eine relative Besonderheit. Ich drücke Straße, dann zeigt er auch Straße an. In dem Moment geht eine Stickstoffblase in der Deichsel an und ich habe eine Deichselfederung. Ne? Das haben wir eben auch noch. Jetzt sind die Messer ausgeklappt. Genau, im Moment kann man sehen, die Messer sind ausgeklappt. Die Klappe ist im Moment zu. Er zeigt auch an, wenn die Dosierwalzen laufen. Wir können ja gerne mal einmal laufen lassen. Ach so, gerne laufen lassen. Was wir noch haben, unser zweites Bedienpult, selbst gebaut, ist damit bei. Mit unserem Vierfach-Kamerasystem. Unser Vierfach-Kamerasystem. Wir haben eine Kamera vorne in der Stirnwand in den Wagen. Wir haben hinter dem Wagen unter dem Wagen eine Kamera nach hinten. Wir haben im Wagen eine Kamera nach vorne, dass wir den Befüllzustand sehen können. Und wir haben hinten senkrecht eine Kamera runter. Ne? Haben wir auch. So, dann haben wir hier unsere Beleuchtung. Ist hier das Birnchen leider nicht mehr gut. Dreimal, ne, ist auch geschrieben, Hintenbeleuchtung, Seitenbeleuchtung und die Beleuchtung im Wagen. Im Wagen kann man hier auch ganz gut sehen, wenn ich schalte, geht das an. Dann haben wir hier unsere Dosierung drauf. Wir können die Dosierung ausmachen, wir können Automatik einschalten. Jetzt, weil die Pickup unten ist, ist er auch an, oder Dauerbetrieb. Und dann können wir hier zwischen 0 und 12 Volt stufenlos regeln und unsere Pumpe dementsprechend einstellen. Ne? Dieses Panel, alles mit dabei. Kamerasystem natürlich auch. Unser Ladewagen. Ansonsten ist es jetzt ja so, dass ich hier über ein Steuergerät meine Pickup rauf und runter mache. Na? Pickup rauf, Pickup runter. Und über ein zweites Steuergerät meine Achselsperre. Ja, ist nichts Besonderes. Steuergerät, Hydraulikzylinder, fertig. Ne? Genau, dann ist das im Grunde genommen alles. Ansonsten können wir ja noch mal
alles zu bedienen über das Pult. Können wir ja gleich nochmal einmal auf Isobus umstecken. Wenn ich jetzt Go drücke, meine Zapfwelle anmache, läuft der Wagen auch langsam los. Wir können ja nochmal einmal runtergehen und uns das einmal angucken. Genau, einmal die Pickup. Hast du was im Licht? Nö, aber das ist ja... Einmal der Rotor, wie er läuft. Genau. Das im Grunde genommen dazu. Und jetzt werden wir noch mal gucken, versuchsweise, weil das haben wir noch nie gezeigt, werden wir mal den Trecker mit Isobus laden vom Wagen. Mein Puschel ist gefallen. Kannst du das glauben? Soll ich hochfahren? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zu wissen, zu sagen, zu meinen, zu denken, wir machen das Ganze mal stromlos und stecken dann im stromlosen Zustand. Nee, jetzt habe ich die Zündung angemacht. Das ist ja Blödsinn. Warte mal, halt. Ja. Stecken im stromlosen Zustand mal das Kabel auseinander. Also, wir haben hier das Isobus-Kabel. Das kann man hier trennen. Dann nehmen wir das Kabel mal einzeln. So. Die Isobus-Steckdose ist da drüben. Da muss ich mal hinklettern einmal. So, da oben. Ich habe das in meinem ganzen Leben, glaube ich, einmal testweise gemacht, weil ich da mal Bock zu hatte. Ansonsten, wie gesagt, ich fahre gerne. Ich muss da mal hoch. Ach so, aber wir hatten das ja für den 600er, ne? Ja, das fing ja mit dem 600er Fendt an. Mit dem haben wir den Wagen ja zuerst gefahren. Ne? Leistungsbedarf bei diesem Wagen ist angegeben mit 160 PS. Wir haben den Wagen damals mit dem 615 LSA gefahren, war gar kein Problem. So, das ist ja der Klassiker. Ich stecke meinen Isobus mit dem Pult hier hinten an. Ich kann auch, können wir gleich nochmal sehen, ich kann auch meinen Wagen ja, durchschleifen, nenne ich es mal. Ne? Das geht natürlich auch, ist aber immer so eine Sache in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt mein Kabel ganz rauslasse und würde jetzt mein Bedienpult hier trennen, ne, würde mein Bedienpult hier trennen und würde das hier oben reinstecken, dann würde jetzt eigentlich auch mein Bedienpult hier funktionieren und ich hätte dieses Kabel nicht. Ne? So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Jetzt sollte rein theoretisch, ich weiß nicht, was zuerst passiert. Vielleicht, da kommt doch Download-Menü, F1, Haken. F1, Haken. So, jetzt lädt er sich aus dem Wagen hinten das Programm in den Schlepper. Ne? So, jetzt weiß ich nicht, was ich drücken muss. Nichts muss ich drücken. Guck mal, da ist der Wagen schon. Oh, das ist ja cool. Das zeigt sogar auch, dass die Messer draußen sind. Ja, ja, das zeigt das ist alles. Ja schlau. Zeigt alles genauso an. Zeigt alles ganz genauso an wie das Bedienpult. Ne? Und jetzt fragt mich nicht. Also das kann ich ja sehen. A1, A2 ist abladen, das kann ich hier machen. Aber ich muss ja jetzt im Grunde genommen, hier kann ich ja noch blättern. Und dann kann ich mir hier verschiedene Funktionen drauflegen. Jetzt kann ich mir hier auch die Straße drauflegen. Ne? Während der Straßenfahrt hier meine Achse auf und zu machen. Wenn ich das jetzt da drauf hätte, habe ich ja nicht. Straßenfahrt wieder aus. Ich kann hier jetzt meine Klappe aufmachen. Dann müsste eigentlich auch die Klappe aufgehen. Sieht man jetzt auch, wie sie blinkt. Ne? Ah ja. Zack, jetzt ist die Klappe auf. Keine Ahnung. Also, Klappe wieder zu.
Das ist schon cool, ne? Das funktioniert alles. Also wir haben das nie damit gefahren. Aber ich sag mal, im schlimmsten Falle, wenn dir dein Bedienpult abraucht oder du hast das verloren oder im Regen liegen lassen, zack. Dann sehen wir gleich. Klappe wieder zu. Und dann, zack, Klappe wieder zu. Wie gesagt, hiermit kann ich blättern, Knickdeichsel rauf, Knickdeichsel runter, da wieder zurück, Ablader-Automatik. Ja. Hier wäre Pickup rauf, runter, hier Messerbalken, der ist ja jetzt ausgefahren, jetzt können wir den Messerbalken mal reinfahren. Zack, zeigt auch an, Messerbalken drinne, ne? Genau, also alles gar kein Problem. Und jetzt, ich weiß nicht, wie ich es einstellen kann. Das muss ja irgendwie noch eine spezielle Geschichte sein. Bitte Code eingeben, ja, weiß ich nicht. Du kannst dir ja jetzt, das funktioniert auch, fragt mich jetzt aber nicht wie, da bin ich echt im Moment nicht drin. Jetzt kommt hier mit Code, weiß ich auch nicht. Escape. Will er mal den Code haben? Was willst du denn drücken? Nochmal Escape? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja, war das ja für irgendwelche anderen Einstellungen. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt ja diese Funktion, man kann hier auch sehen, ISOBUS, L-Bus, dass das aktiv ist, kann ich mir die Funktion auch hier drauflegen. Ne? Ich weiß allerdings nicht genau, wie das funktioniert. Da habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich kann mir jetzt also hier drauflegen auf alle Knöpfe, was ich will. Ne? Klappe auf, Klappe zu, Ladeautomatik, Pickup rauf, runter, auf den. Aber dann habt ihr das mal gesehen. Hier, boah, guck mal, ich bin schon drin. Strautmann, Gigavitesse zeigt er an. So, hier ist meine Belegung. Ja, warte mal, das sieht man glaube ich nicht so gut. Achso, warte mal, kann man noch ein Licht ausmachen? Blendet das dann weniger. Ja, es ist im Moment nicht viel zu sehen. Wenn ich da drauf gehe, dann ist das aktiv geschaltet. Jetzt kann ich da drauf gehen. So, jetzt kann ich hier sehen, wo ich mir meine Belegung hinlege. Ne? Jetzt ist er mit Up, Down. Also die dicken Pfeiltasten hier in der Mitte, grün kann man hier sehen, ist meine Pickup, da ist meine Lenkachse drauf. Das kann ich mir eben alles jetzt hier einstellen. Ne? Das ist schon mega cool. Ne? Das können wir natürlich mit dem neuen Wagen auch. Ne? Aber dann habt ihr das auch mal gesehen, funktionieren tut das natürlich alles. Ne? Also an diesem Wagen, wie gesagt, bis auf die automatische Befüllfunktion, wie nennt sich das denn noch, Ladeautomatik, ist an diesem Wagen eigentlich alles soweit unter Funktion. Ich wüsste nicht, dass da nichts unter Funktion ist. So, wollen wir noch einmal das Licht anmachen, damit wir das einmal zeigen können, bitte? Was eben ist, es ist kein neuer Wagen, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber weil dann sieht man das mit dem Licht an der Seite besser. Er hat immer unter Dach gestanden. Und also hier scheint es ja hin. Genau, und hier. Das kommt von da oben. Haben wir da oben. Dann einmal hier auf den Kotflügeln. Oh, wir können ja noch mal Licht anmachen. Im Sinne von Licht. Zack, 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 zack. Genau. Rundherum Begrenzungsleuchten, Schwanenhalsleuchten. Die haben leider schon, ja, die haben leider mal einen weggekriegt. Die sind nicht mehr ganz gerade. Aber das ist nun mal so, wenn du in die Schlauchmaschine rein, dann ist hier so ein Blech und da ist er mal gegengekommen. Hält aber noch, sieht noch ordentlich aus, der TÜV hat auch nicht gemeckert, alles gut. Genau, rundherum Begrenzungsleuchten, LED-Lichtpaket. Ach ja, hier diese, ne? Genau. Hier. Und den gibt's hier auch nochmal. Ganz genau. Also alles, was das Herz begehrt. Es ist kein Neuwagen, es ist ein gebrauchter Wagen, aber ich glaube... Ich finde, in einem sehr guten Zustand. In einem sehr guten Zustand. Steht hier ehrlich da, kann sich jeder angucken, gar kein Problem. Willst du noch sagen, was das kosten soll, der Spaß? Ich soll das sagen? Nee. Ist ja in der Anzeige zu sehen. Auch kein Problem. Ich wollte gerade sagen, das hat man dann schon gesehen. Aber wir können es ja noch mal sagen, 29.500 netto, also zuzüglich Umsatzsteuer. Genau, wir haben... 19% Umsatzsteuer. 19% Umsatzsteuer. Ganz genau. Ja, so sieht das Ganze aus. Auch eine kleine Besonderheit bei diesen Ansburg-Lampen haben wir gemacht. Es leuchten zwei Rücklichter. Man kann so ein Blech rausnehmen und eine zweite Birne reinmachen oder einen zweiten Leuchtkörper reinmachen. Wenn eine kaputt geht, ist immer noch die zweite an. Ne?
Hier kann man jetzt auch noch mal reinfilmen, kannst du das vielleicht sehen. Drinnen ist natürlich auch die Beleuchtung jetzt an, habe ich angemacht. Da kann man die beiden sehen, ne? Genau. Ja, sehr schön. Dann ist es jetzt auch dunkel genug und wir können uns den Kuchen rein. Mit ruhigem Gewissen Kuchen reinziehen und euch von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Cool, dass das mit dem Esobus so auf Anhieb funktioniert hat. Ja. Das war wirklich ins Blaue rein, aber ich wusste ja, es geht. Aber dass es mit dem Trecker auch sofort funktioniert, mit neueren Treckern ist das noch einfacher und noch besser. Das Display bei diesen Treckern ist halt ein bisschen kleiner, das muss man fairerweise sagen. Man muss sich da ein bisschen durchklicken. Ach, hat ja funktioniert. Aber es hat funktioniert und es funktioniert generell, es funktioniert auch gut. Und wenn man sich das einstellt, also wenn man der Typ dafür ist, kann man das natürlich so benutzen. Ne? Gar keine Frage. Sehr schön. Dann hoffen wir, wie gesagt, auch dieses kleine Video hat euch gefallen. An alle, die unsere Zuschauer sind, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und an alle, die sich für den Wagen interessieren, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende geschaut habt und euch für unseren Wagen interessiert habt. Und dann, ja, hoffen wir, dass wir einen genauso glücklichen Menschen wie uns finden, der vielleicht irgendwann mit diesem Wagen mal eine Runde durch die Gegend fahren möchte. Und den so lieb hat wie wir. Und den aber auch bitte so lieb hat wie wir, genau. Das wäre Sinn um den schönen Wagen. Ne? Also, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.